Ja, vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte. Vielen Dank. Vielen Dank grundsätzlich für die Einladung hierher und die Gelegenheit, hier in München sprechen zu können. Und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, um mir zuzuhören. Der französische Philosoph, Schriftsteller und Aufklärer Voltaire hat einmal gesagt: Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat. Die Lüge, auf die man sich in unserer Zeit geeinigt hat, lautet: Wir leben in einer Demokratie. Auf dieser einen Lüge baut sich ein ganzes Gebäude oder besser ein Geflecht weiterer Lügen auf, das in etwa folgendermaßen aussieht. Alle Macht liegt beim Volk. Da das Volk nicht als Ganzes regieren kann, gibt es ein Parlament und in dieses Parlament schickt das Volk alle 4 Jahre seine Volksvertreter. Diese Volksvertreter wiederum wählen eine Regierung, die dann im Namen des Volkes Entscheidungen trifft. Ist das Volk unzufrieden, kann es den Volksvertretern bei der nächsten Wahl die Stimme entziehen und andere wählen. Alles das ist in unserer Verfassung, die ja Grundgesetz heißt, verankert und außerdem werden im Grundgesetz uns allen folgende weitere Rechte noch garantiert, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Versammlungsrecht. Das alles hört sich gut an und scheint in sich auch schlüssig, hat aber mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. In der Welt, in der wir leben, regiert nämlich nicht das Volk, sondern das Geld, und zwar auf seine ganz eigene Art und Weise. Nicht offen und direkt, sondern unauffällig, im Hintergrund und mit Vorliebe von Orten aus, die den Augen der Öffentlichkeit verborgen sind. Dabei nutzt das Geld die parlamentarische Demokratie als eine Art Schutzschild, hinter dem es sich verbergen und ungestört schalten und walten kann. Das funktioniert auch so lange gut, solange die Interessen des Geldes oder besser gesagt die Interessen derer, die am meisten davon besitzen, nicht betroffen sind. Werden diese Interessen allerdings bedroht, dann zeigt das Geld eine ganz andere Seite. Dann lässt es alle vermeintlichen Prinzipien radikal beiseite räumen und regiert unmittelbar, diktatorisch und ohne jegliche Rücksicht auf demokratische oder humanitäre Prinzipien. Hierfür gibt es auch in der jüngeren Vergangenheit zahllose Beweise. Nehmen wir zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit. Es wird in unserer Zeit symbolisiert durch Schicksale wie die von Edward Snowden, Julian Assange oder Chelsea Manning. Alles Menschen, die uns alle auf schwere Kriegsverbrechen aufmerksam gemacht haben und dafür nicht etwa belohnt, sondern mit dem Entzug ihrer Freiheit bestraft werden. Oder nehmen wir das Recht auf Versammlungsfreiheit? Es zeigt sich in unserer Zeit zum Beispiel in den Gelbwesten-Protesten in Frankreich, wo Menschen, die für mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit auf die Straße gehen, von Polizei und Militär auf das Brutalste niedergeknüppelt werden. Oder nehmen wir das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Hier gibt es eine ganze Industrie, die ihr Geld seit Jahrzehnten mit genau der Zerstörung dieser Unversehrtheit verdient, nämlich die internationale Rüstungs- und Waffenindustrie. Aber auch das Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie, also die Wahl von Vertretern, die dann für das Volk entscheiden, ist nicht das, als was es oberflächlich erscheint. Und zwar aus einem einfachen Grund. Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden nämlich gar nicht von den vermeintlichen Volksvertretern getroffen, sondern von einer Macht, die viel stärker ist als alle Volksvertreter der Welt zusammengenommen, nämlich
der Finanzindustrie. Diese Finanzindustrie war früher einmal ein Teil unserer Gesellschaft, hat sich aber in den vergangenen 5 Jahrzehnten zu ihrem Herzstück entwickelt. Sie ist in unserer Zeit der dominante Faktor, das Zentrum, um das sich alles dreht, die stärkste Kraft, die sämtliche Lebensbereiche durchdringt und uns alle vollständig beherrscht. Die Finanzindustrie hat in den vergangenen 50 Jahren mehr Macht an sich gerissen als irgendeine Kraft in der gesamten Geschichte der Menschheit. Aufgrund dieser Macht kann die Finanzindustrie so starken Druck auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft, insbesondere auf die Politik, ausüben, dass einerseits nur solche Entscheidungen getroffen werden, die ihr nützen, und andererseits auch nur solche Politiker sich im Amt halten können, die sich ihren Bedürfnissen unterordnen. Um das zu illustrieren, hier ein paar kurze Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Als 2007, 2008 die Finanzwelt am Abgrund stand, traten zahlreiche Politiker vor die Medien und verkündeten, man werde keine Banken retten, das müsse der Markt regeln. Davon war nach wenigen Tagen allerdings keine Rede mehr. Und zwar, nachdem die Finanzindustrie der Politik klargemacht hatte, dass es dann zu einem Zusammenbruch kommen würde und die Finanzindustrie der Politik dafür die Schuld in die Schuhe schieben würde. Ein anderes Beispiel für die Macht der Finanzindustrie über die Politik hat uns allen die Euro-Krise geliefert. Als sie ihren Höhepunkt erreichte, wurden die Regierungen der betroffenen Länder ganz einfach unter die Zwangsverwaltung der Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission gestellt. Das heißt, vom Volk gewählte Regierungen wurden durch Organisationen ersetzt, an deren Spitze von niemandem gewählte Bürokraten stehen. Und zwar höchst zweifelhafte Figuren. Christine Lagarde vom IWF ist wegen Begünstigung vorbestraft. Mario Draghi von der EZB war als Goldman Sachs Banker für den erschwindelten Beitritt Griechenlands zur EU mitverantwortlich. Und Jean-Claude Juncker, der Chef der EU-Kommission, war vor seinem EU-Job Finanzminister und Ministerpräsident in Luxemburg, also der größten Steueroase Europas. Ein weiteres Beispiel: Als sich in Griechenland 2015 bei den Parlamentswahlen abzeichnete, dass die Protestbewegung Syriza gewinnen könnte, wurde das Land von der EZB kurzerhand und unter Missachtung aller rechtlichen Vorschriften von allen Kapitalströmen abgeschnitten. Als die griechische Bevölkerung sich dann in einem Referendum mehrheitlich gegen die Austeritätspolitik aussprach, wurde ihr anschließend auf Geheiß der Finanzindustrie das härteste Austeritätsprogramm, das es je in Europa gegeben hat, auferlegt. Soweit einige Beispiele zur tatsächlichen Machtverteilung zwischen der Finanzindustrie und der Politik hinter der Fassade einer vermeintlichen Demokratie. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, lautet: Wie hat die Finanzindustrie es geschafft, eine solch allumfassende Macht zu erwerben und sich sowohl die Politik als auch die Medien und praktisch die Gesellschaft als Ganzes zu unterwerfen? Es ist nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten, und deshalb möchte ich sie heute Abend in 5 Einzelfragen unterteilen. Erstens, wer oder was ist eigentlich die hinter der Finanzindustrie stehende Finanzelite? Wer gehört zu ihr? Wie kommt man hinein in diesen Kreis? Und wie bleibt man drin? Zweitens, welche Mittel und Methoden hat die Finanzelite angewandt, um so mächtig zu werden? Drittens, welches sind die wichtigsten Mittel und Methoden, mit denen sie uns zurzeit beherrscht?
Viertens, aktuell, was erwartet uns in der vor uns liegenden geschichtlichen Periode? Und fünftens, wie können wir uns vom Diktat der Finanzelite befreien? Fangen wir mit der ersten Frage an. Wer oder was ist die hinter der Finanzindustrie stehende sogenannte geheimnisumwitterte Finanzelite? An dieser Stelle wird oft die Frage gestellt, handelt es sich dabei vielleicht um einzelne Familien, so wie die Rothschilds, die über Generationen sagenhafte Reichtümer angehäuft haben? Oder handelt es sich vielleicht um Angehörige bestimmter Religionen oder Geheimbünde? Gibt es vielleicht sogar eine weltweite Verschwörung einzelner Bünde, einzelner Familien oder Individuen? Um es klar und deutlich zu sagen, all das sind gedankliche Konstrukte, die zum einen mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben und zum anderen höchstens dazu beitragen, Verschwörungstheorien oder religiöse Vorurteile wie zum Beispiel den Antisemitismus zu bedienen. Die hinter der Finanzindustrie stehende Finanzelite ist keine fest umrissene Gruppe von Menschen, kein geschlossener Zirkel. Bei ihr handelt es sich zurzeit um etwa 2500 Einzelpersonen oder Familien, die im Bankenjargon Ultra-High-Net-Worth-Individuals genannt werden. Das sind Personen oder Familien, die über Milliardenvermögen verfügen und die über die ganze Welt verstreut sind, wobei der größte Teil von ihnen in den USA lebt. Allein die Tatsache, dass der reichste Mann der Welt, nämlich Jeff Bezos, der Chef von Amazon, vor 25 Jahren noch einfacher Buchhändler in New York war, zeigt, die Grenzen dieses illustren Zirkels sind durchlässig. Es kommen neue Menschen hinzu, während andere aus der Gruppe hinausfallen können. Eines allerdings eint die meisten dieser Leute. Wer über längere Zeit zu dieser Gruppe dazugehört, hat meist ein Interesse daran, anonym zu bleiben. Kein Wunder, da viele Neider nach ihrem Reichtum trachten und diese Menschen immer befürchten müssen, Opfer von Erpressung, Entführung oder anderer Art von Gewalt zu werden. Kein Wunder also auch, dass die älteren Mitglieder der Gruppe ein Hauch des Mysteriösen umgibt. Aber das Wichtigste ist, diese Leute, diese Personen selber sind überhaupt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die riesigen Vermögen, die sie sich angeeignet haben und die ihnen ungeheure Macht verschaffen. Im Grunde steckt also hinter der Finanzelite ein Prozess, nämlich eine Anhäufung von Unmengen von Geld in sehr wenigen Händen. Und da sind wir auch schon mitten in der Gegenwart. Denn noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit haben so wenige Menschen so viel besessen wie zurzeit. Hier in Deutschland sind es etwa 45 Familien, die so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, also 40 Millionen Menschen. In den USA, dem wahrscheinlich ungleichsten Land der Erde, sind es inzwischen noch 3 Einzelpersonen, die so viel besitzen wie die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung, also in etwa 180 Millionen Menschen. Bei den 3 Personen handelt es sich um Jeff Bezos, der schon genannt wurde, den Chef von Amazon, um den Großinvestor Warren Buffett und um Bill Gates. Wir leben also seit der Jahrtausendwende in der Epoche der größten Vermögenskonzentration aller Zeiten. Zweitens die Frage, wie konnte diese Finanzelite so mächtig werden? Oder anders gefragt, wie ist es diesen Menschen gelungen, sich über Jahrzehnte und teilweise über Jahrhunderte derartige Vermögen anzueignen? Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, diese Leute arbeiten nicht selber, diese Leute lassen arbeiten. Und deswegen muss man einen Blick auf diejenigen werfen, die für die Finanzelite arbeiten und deren wichtigste Aufgabe darin besteht, deren Vermögen zu verwalten und vor allem
sie zu vergrößern und ihren Reichtum zu vermehren. Und das sind in allererster Linie die Banken, die ja zum weitaus größten Teil dieser Finanzelite gehören. Und das schon seit einigen hundert Jahren und die das Grundgerüst für ihre Dominanz darstellen. Diese Banken genießen nämlich ein Recht, das ihnen einmal zugesprochen wurde und das seitdem niemals in Frage gestellt worden ist, nämlich das Recht der Geldschöpfung. Hier sind wir bei einem sehr heiklen Thema, um das sehr viel Verwirrung herrscht. Die meisten Menschen glauben nämlich, Banken würden nur solches Geld verleihen, das sie zuvor eingenommen haben. Sie denken, die Bank nehme das Geld von Anlegern, von Kontoinhabern oder Sparern und vergebe es an andere Kunden. Das aber hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Tatsächlich schaffen Banken, wenn sie Kredite vergeben, neues Geld. Und das auf eine sehr simple Art und Weise. Und weil dieser Vorgang so wichtig ist, will ich auf dieser Stelle einmal ins Detail gehen, damit man sieht, wie dieser Vorgang funktioniert. Nehmen wir zu diesem Zweck mal einen Herrn Müller, der zu einer Geschäftsbank geht und dort um einen Kredit über 1.000 Euro bittet. Zuerst verlangt die Bank eine Sicherheit. Das heißt, Herr Müller muss nachweisen, dass er ein regelmäßiges Einkommen hat oder über genügend Besitz verfügt, um die 1.000 Euro auch zurückzahlen zu können. Dann vereinbart die Bank mit Herrn Müller eine Laufzeit und einen Zinssatz. Schließlich zahlt sie ihm das Geld aus, aber nicht in bar, sondern indem sie per Mausklick 1.000 Euro auf sein Konto überweist. Damit schafft die Bank Geld, das vorher nicht da war. Dieses Geld existiert allerdings nicht für immer. Wenn alles gut geht, überweist Herr Müller der Bank ein Jahr später den Kredit samt Zinsen. Was passiert dann? Das Geld, das die Bank aus dem Nichts heraus geschaffen hat, löst sich in Luft auf, ist nicht mehr vorhanden. Aber eines bleibt: die Zinsen in Höhe von 50 Euro, die Herr Müller der Bank zahlen muss, die waren schon vorher da, haben allerdings den Besitzer gewechselt. Die Geldschöpfung mittels Kreditvergabe hat also dazu geführt, dass Geld, das vorher Herrn Müller gehörte, jetzt der Bank gehört. Das Gleiche gilt übrigens für den Fall, dass Herr Müller den Kredit nicht zurückzahlen kann. Dann bedient sich die Bank nämlich an den Sicherheiten, die er ihr vorher bieten musste. Mit anderen Worten, die Banken verfügen über eine nie versiegende Geldquelle, mit der sie sich und ihre Besitzer, also die internationale Finanzelite, unbegrenzt bereichern können. Aber das ist noch nicht alles. Die Banken haben sich zusätzlich nämlich auch noch Institutionen geschaffen, die zum einen ihre eigenen Interessen vertreten und dies zum anderen auch noch geschafft haben, sowohl den Staat als auch die Politik von sich abhängig zu machen. Und das sind die Zentralbanken. Hier sind wir bei einem weiteren, weit verbreiteten Irrtum. Die meisten Menschen glauben nämlich, die Zentralbanken seien staatliche Einrichtungen zur Überwachung, zur Kontrolle und Regelung des Bankwesens. Aber auch das ist eine falsche Annahme, die sich historisch widerlegen lässt. Die ältesten Zentralbanken Europas nämlich sind alle von Privatleuten zum Zweck der eigenen Bereicherung gegründet worden. In drei Fällen, Schweden, Frankreich und England, zur Finanzierung von Kriegen. Die Bank of England übrigens befand sich 250 Jahre lang in Privatbesitz, bevor sie 1946 verstaatlicht wurde. Und die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, ist nicht nur von Privatleuten gegründet worden, sondern befindet sich bis heute zum überwiegenden Teil in Privatbesitz. Wie aber funktionieren diese Zentralbanken? Im Grunde ist das recht einfach. Sie erlauben den Geschäftsbanken, bei ihnen Konten einzurichten, sich Kredite zu holen und bei ihnen ihr Geld aufbewahren zu lassen.
Das heißt, Zentralbanken sind Banken nur für Banken. Allerdings haben sie einen besonderen Status. Sie genießen nämlich ebenfalls das Recht, unbegrenzt aus dem Nichts heraus neues Geld schöpfen zu dürfen und dieses ins System einzuspeisen und dürfen darüber hinaus auch noch den Leitzins, also den Zinssatz, zu dem sie dieses Geld vergeben, festlegen. Beginnen wir mit der Geldschöpfung aus dem Nichts. Die gibt es bei den Zentralbanken in zwei Variationen. Das erste ist die Bargeldschöpfung, das heißt, das Recht, Bargeld zu erzeugen, liegt ausschließlich bei den Zentralbanken. Sie sind als einzige befugt, nationale Währungen in Form von Münzen und Banknoten herauszugeben. Das zweite sind Zentralbankkäufe bei den Geschäftsbanken, also Ankäufe zum Beispiel von Anleihen oder Aktien. Zu diesem Zweck schaffen die Zentralbanken Geld aus dem Nichts, das allerdings, und das ist der springende Punkt, den Geschäftsbanken zugutekommt. Denn die erhalten von der Zentralbank zum einen oft höhere Preise, als sie am Markt erzielen würden, und zum anderen kassieren sie jedes Mal bei jeder Transaktion eine Provision. Die Zentralbanken stehen also über den Banken und haben aufgrund ihrer Privilegien eine Art Steuerungsfunktion für die Geldwirtschaft, sind aber gleichzeitig dazu da, die Banken mit Geld zu versorgen und ihnen Gewinne zu verschaffen. Aber das ist noch nicht alles. Zentralbanken sind auch dazu da, den Staat und die Politik zu finanzieren. Grundsätzlich finanzieren sich Staaten ja über Steuern. Aber wenn dieses Geld nicht ausreicht, und das hat es historisch gesehen eigentlich nie getan, dann denken und handeln Staaten wie Unternehmen und geben Wertpapiere heraus, zum Beispiel Pfandbriefe oder Anleihen, und lassen sich diese von den Zentralbanken abkaufen. Und in ganz schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel der Gegenwart, gehen sie noch weiter und kaufen auch anderen Staaten und Regierungen derartige Anleihen ab, um sie finanziell über Wasser zu halten. Auf diese Art und Weise sind die Zentralbanken zu Dauerfinanzierern von Staat und Politik geworden und haben beide in eine direkte Abhängigkeit von sich gebracht. Wenn nämlich der eine Partner, der Staat oder die Politik, sich vom anderen, der Zentralbank, Geld holen muss, der andere, die Zentralbank, es aber aus dem Nichts heraus schöpfen darf, dann braucht man wohl kaum noch zu fragen, wer von beiden der Mächtigere ist. Also die Frage, wie konnte die Finanzelite so mächtig werden, lässt sich klar und eindeutig beantworten. Durch die Schaffung eines Bankensystems, dem das Recht der Geldschöpfung zugesprochen wurde. Dieses internationale Bankensystem macht seine Besitzer seit mehreren hundert Jahren kontinuierlich und risikolos reicher und erhebt sie gleichzeitig mittels der ihnen zuarbeitenden Zentralbanken über den Staat und über die Politik und hat beide in direkte finanzielle Abhängigkeit von der Finanzelite gebracht. Kommen wir an dieser Stelle zur dritten Frage. Mit welchen Mitteln, außer den Banken, beherrscht uns die Finanzelite in unserer Zeit? Auch darauf gibt es eine klare und eindeutige Antwort. Zuerst und vor allem mit den Hedgefonds. Was sind Hedgefonds? Nichts anderes als Vermögensverwalter der Reichen und der Ultrareichen. Also Fonds, die das Geld dieser Leute einsammeln und es je nach Gelegenheit gewinnbringend anlegen. Und das unter ganz besonderen Vorzeichen. Hedgefonds dürfen nämlich wie Banken handeln, ohne deren Einschränkungen zu unterliegen. Und da sind wir bei einem nächsten weit verbreiteten Irrtum. Viele Menschen glauben nämlich, dass Hedgefonds in den letzten Jahren zu so etwas wie Konkurrenten der Banken geworden sind.
Das aber ist nicht richtig. Mit der Erlaubnis, Hedgefonds einzuführen, die ja erst Ende der 80er Jahre erteilt wurde, wurde den Banken ein historisches Geschenk gemacht. Und das auf sehr raffinierte Art und Weise. Die Regulatoren sagten nämlich nicht, Banken dürfen jetzt auch solche Geschäfte machen, die ihnen bisher verboten waren. Nein, sie sagten, wir lassen jetzt Hedgefonds zu, die all das dürfen. Was aber niemand sagte, war, es ist den Banken natürlich nicht verboten, eigene Hedgefonds zu gründen oder mit Hedgefonds zusammenzuarbeiten und sie all die Geschäfte erledigen zu lassen, die sie selbst nicht erledigen dürfen. Das heißt, die Einführung von Hedgefonds hat die Macht der Banken fast bis ins Unendliche erweitert. Großbanken und Hedgefonds sind in unserer Zeit die wichtigsten Akteure, wenn es um die Finanzelite und die Verwaltung ihres Vermögens geht. Sie sind aber bei weitem nicht die einzigen. Zunächst einmal sind da natürlich auch die großen internationalen Konzerne, die der Finanzelite entweder direkt oder durch Beteiligungen über die Banken und die Hedgefonds gehören und die auch ständig neues Geld in ihre Kassen spülen. Dann aber kommen noch ganze Berufszweige hinzu, die die Finanzelite unterstützen. Unter anderem die Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Unternehmensberatungen, internationale Steuerkanzleien und auch die Ratingagenturen. Zu den vier größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die den Weltmarkt praktisch unter sich aufgeteilt haben, gehören PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte und E&Y, früher Ernst & Young. Auch wenn vielen die Namen der vier nicht geläufig sind, die Macht dieser Unternehmen sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Die vier zusammen beschäftigen nämlich weltweit mehr als 800.000 Angestellte und setzen dabei jährlich mehr als 120 Milliarden Euro um. Sie beraten in Deutschland 142 von 160 börsennotierten Unternehmen, in den USA und in Großbritannien sogar 99% der in den nationalen Aktienindizes gelisteten Konzerne. Zusammen mit den Unternehmensberatungen verfolgen diese vier vor allem zwei Ziele: die Risiken bei der Spekulation für ihre Klientel zu mindern und Steuern zu sparen. Unterstützt werden sie bei der ersten Aufgabe auch noch durch die Ratingagenturen. Hier gibt es nur noch drei, die den Weltmarkt beherrschen: Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Diese drei beschäftigen zusammen etwa 20.000 Mitarbeiter und beherrschen mehr als 95% des globalen Ratingmarktes, sind also nicht ganz so groß wie die Wirtschaftsprüfungen, haben dafür aber eine ungeheure Macht, denn ihre Einschätzungen von Unternehmen gelten weltweit als Gütesiegel für deren Bonität. Diese Ratingagenturen sind also so etwas Ähnliches wie der TÜV für den Finanzsektor. Allerdings gibt es zwischen ihnen und dem TÜV einen gravierenden Unterschied. Während der TÜV ein eingetragener Verein ist, sind die drei Ratingagenturen private Konzerne und gehören zu einem entscheidenden Teil den größten Hedgefonds der Welt, also den Eigentümern genau der Konzerne, die standardmäßig von ihnen bewertet werden. Und nicht nur das, in den Aufsichtsräten der Ratingagenturen sitzen Repräsentanten von Banken und Versicherungen wie Allianz, Morgan Stanley und Goldman Sachs oder Großkonzernen wie Coca-Cola, also auch alles Unternehmen, die ebenfalls von ihnen bewertet werden. Aber es geht noch weiter. Seit Mitte der 70er Jahre werden die Ratingagenturen nämlich nicht mehr von denen bezahlt, für die sie ihre Gutachten erstellen,
sondern man staune von denen, die von ihnen eingeschätzt werden. Das ist in etwa das Gleiche, als ob sich der TÜV von VW für die Überprüfung von VW-Autos bezahlen lassen würde. Man sieht also, die Finanzindustrie hat sich ein weltweites Netzwerk von Akteuren geschaffen, die einander zuarbeiten, die sich gegenseitig in die Taschen wirtschaften und die dabei ganz offensichtlich von niemandem behelligt werden. Aber es kommt noch heftiger. Eines der allerwichtigsten Ziele der Wirtschaftsprüfer ist die Steuervermeidung. Sie ist inzwischen mit Hilfe der Politik perfektioniert worden. Die Politik sorgt nämlich weltweit dafür, dass überall Steuerparadiese existieren und unangetastet bleiben, in denen die Finanzelite nicht nur ihre Vermögen aufbewahren lassen kann, sondern wo vor allem Konzerne sich als Briefkastenfirmen listen und auf diese Weise die Steuern in den Ländern, in denen das Geld verdient wird, umgehen können. Wie perfekt das inzwischen klappt, dazu ein Beispiel. Der Konzern Apple hat es geschafft, seine Steuerlast in Europa zwischen 2003 und 2014 von 1% auf 0,005%, das sind 50 Euro auf 1 Million, zu senken. Und dass das noch zu übertreffen ist, hat der Internetriese Amazon gezeigt. Der Konzern zahlte in dem Jahr 2017 in seinem Heimatland USA auf einen Reinertrag von 5,6 Milliarden Dollar gar nichts. Und 2018 auf einen Reinertrag von 11,2 Milliarden Dollar hat er nicht nur nichts bezahlt, sondern bei der US-Finanzbehörde eine Steuergutschrift in Höhe von 129 Millionen Dollar beantragt und tatsächlich erhalten. Amazon gebührt damit das Verdienst, das neue und bisher einzigartige Phänomen der Negativsteuer eingeführt zu haben. Okay, wir haben gesehen, wer alles der globalen Finanzelite hilft, wer ihr alles zuarbeitet und wer ihre Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützt. Die Banken, die Hedgefonds, die Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungen und Ratingagenturen und dazu die Steueroasen. Aber es gibt noch eine Größe, die hinzukommt und die mindestens so viel Einfluss hat wie die bisher genannten. Und das ist das globale Finanzsystem selber. Die meisten Menschen gehen heute davon aus, dass es sich dabei um ein System handelt, das zwar seine Fehler haben mag, aber das vor langer Zeit einmal von vielen Staaten zusammen beschlossen wurde und deshalb zumindest den Versuch darstellt, die Interessen dieser verschiedenen Länder unter einen Hut zu bringen. Aber auch da irren sie sich. Das gegenwärtige Finanzsystem ist am Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden, aus dem die USA ja als mächtigstes Land der Erde hervorgegangen sind. Und die USA haben ihre Macht damals eingesetzt, um ein Finanzsystem zu schaffen, das absolut undemokratisch, ungerecht und zudem diktatorisch ist. Es hat nämlich den US-Dollar zur weltweiten Leitwährung erklärt und ihn damit über alle anderen Währungen erhoben und ihm so einen einmaligen Sonderstatus verschafft, den keine andere Währung jemals zuvor besessen hat. Dieser Sonderstatus hat in den folgenden 25 Jahren dazu geführt, dass die gesamte Welt mit amerikanischen Waren und mit US-Dollars überschwemmt wurde und die USA ihre Macht dadurch noch stärker ausweiten konnten. Dieser Nachkriegsboom hat der Welt von 1948 bis etwa 1973 so immenses Wirtschaftswachstum beschert, dass zum einen die Löhne kräftig stiegen und zum anderen in den Kassen vieler Staaten so viel Geld landete,
dass sie sich hohe Sozialabgaben leisten konnten und dadurch die Idee oder besser gesagt die Illusion von der sozialen Marktwirtschaft entstand. Aber irgendwann ist jeder Markt gesättigt. Und so ging auch der Nachkriegsboom Mitte der 70er Jahre zu Ende. Und er hat Platz gemacht für etwas, das unser Leben heute in ganz besonderer Weise beeinflusst, nämlich die Deregulierung der Finanzmärkte. Wie ist es dazu gekommen? Der größte Profiteur des Nachkriegsbooms waren die Banken, die dieses Wachstum vor allem durch die Vergabe von Krediten angeheizt und kräftig daran verdient hatten und deshalb von Jahr zu Jahr mächtiger geworden waren. Als dann in den 70er Jahren die Wirtschaft abkühlte, ging auch das Geschäft der Banken zurück. Das gefiel ihnen natürlich nicht und deshalb nutzten sie ihre Machtstellung aus und drängten die Politik, ihnen mehr Spielraum zum Geldverdienen zu geben. Zu diesem Zweck forderten sie, die Regeln, denen sie unterlagen, zu lockern, also zu deregulieren. Besonders aktiv waren in den 70er und 80er Jahren die amerikanischen und die britischen Banken, also die Wall Street und die City of London. Sie bekamen Hilfe von zwei Politikern, nämlich US-Präsident Ronald Reagan und der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Die beiden räumten den Banken immer mehr rechtliche Hindernisse aus dem Weg, bis Margaret Thatcher im Oktober 1986 mit dem sogenannten Big Bang, also zu Deutsch dem Urknall, den Höhepunkt setzte, indem sie in der City of London unter anderem die Trennung zwischen normalen Banken und Investmentbanken aufheben ließ. Diese Trennung war einmal eingeführt worden, um Bankkunden zu schützen. Sie verbot normalen Geschäftsbanken nämlich, mit den Einlagen ihrer Kunden zu spekulieren. Mit dieser für die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung sehr wichtigen Sicherheit ist es seit dem Big Bang vorbei. Und da Margaret Thatcher außerdem verfügte, dass für die ausländischen Banken fortan dieselben Bestimmungen wie für britische Banken gelten sollten, erlebte die City of London Ende der 80er Jahre einen riesigen Zulauf und entwickelte sich schnell zum wichtigsten globalen Finanzplatz nach New York. Das wiederum übte auf den Finanzsektor anderer Länder einen gewaltigen Druck aus, sodass die meisten von ihnen nachzogen. In Deutschland zum Beispiel wurden zwischen 1990 und 2002 vier Finanzmarktförderungsgesetze erlassen, in denen die rechtlichen Einschränkungen der Finanzindustrie immer weiter gelockert wurden. Die ersten beiden davon unter der CDU-Regierung, also CDU-FDP-Regierung, die zweiten unter der rot-grünen Regierung. Die Folge dieser Entwicklung war das, was man heute als Finanzialisierung der Weltwirtschaft bezeichnet. Das heißt, der Finanzsektor wuchs schneller als alle anderen Wirtschaftsbereiche und nahm Ausmaße an, die die Welt bis dahin nicht gesehen hatte. Und zwei der wichtigsten Folgeerscheinungen der Deregulierung waren die Zunahme von Hedgefonds. Also es gab im Jahre 1948 in den USA ganze 6 Hedgefonds. Um die Jahrtausendwende gab es etwa 10.000 davon. Also die Zunahme von Hedgefonds und der Boom im Bereich der Derivate. Die Hedgefonds haben wir bereits angesprochen, deshalb etwas zu den Derivaten. Derivate machen heute den mit Abstand größten Bereich im gesamten globalen Finanzsystem aus und haben dafür gesorgt, dass wir alle in einem riesigen Casino leben, in dem die meisten von uns nur Zuschauer sind, ganz wenige aber am Spieltisch sitzen und sich in kaum vorstellbarer Weise bereichern können. Derivate sind historisch einmal zur Absicherung von Risiken entstanden, haben in ihrer heutigen Form aber nichts mehr damit zu tun, sondern sind reine Wetten auf zukünftige Preise, Kurse oder Zinssätze. Derivate zeigen aber vor allem,
Welch absurden und geradezu perversen Charakter das globale Finanzsystem inzwischen angenommen hat. Derivate schaffen nämlich keine Werte, sind volkswirtschaftlich gesehen weder produktiv noch sinnvoll und erfüllen nur einen einzigen Zweck. Sie dienen der Bereicherung von Spekulanten. Durch Derivate werden Banker und Profizocker immer reicher und bestimmen das Geschehen, während die große Masse hilflos zusehen muss, wie ihr Lebensstandard nach und nach immer weiter sinkt. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz auf einige Videos hinweisen, die bei YouTube nachzusehen sind. Da erkläre ich, jeden Freitag werden die veröffentlicht, da erkläre ich immer einzelne Begriffe aus der Finanzwirtschaft. Unter anderem gibt es da auch einen Clip über die Derivate, deswegen erspare ich mir jetzt die nähere Erklärung dazu. Okay, in den 80er und 90er Jahren nahm die Bedeutung des Finanzsektors also ungeheuer zu und führte zu einer Art Goldrausch, unter dem immer neue Derivate auf den Markt geworfen wurden. Darunter war eines, dessen rasante Ausbreitung schon bald gewaltige Folgen haben sollte, und zwar die Kreditausfallversicherung. Es ist diese Kreditausfallversicherung, die das Finanzsystem zweimal an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat und deren Wirkungsweise man deshalb unbedingt verstehen muss, die aber auch einen Einblick in die makabere Denkweise derer gibt, die im Finanzsektor das Sagen haben. Kehren wir also nochmal zu Herrn Müller zurück. Herr Müller hat einiges Geld auf der Bank und will eine bestimmte Summe davon einem Unternehmen als Kredit zur Verfügung stellen. Dazu schließt er mit dem Unternehmen einen Vertrag ab, in dem die Höhe des Kredites, seine Laufzeit und ein bestimmter Zinssatz, den das Unternehmen an Herrn Müller zu zahlen hat, vereinbart werden. Dann aber beschleicht Herrn Müller der Gedanke, dass wir ja in unruhigen Zeiten leben und niemand ihm garantieren kann, dass das Unternehmen nach der vereinbarten Laufzeit tatsächlich in der Lage sein wird, ihm sein Geld samt Zinsen auszuzahlen. Was tut er also? Er geht zu einer Bank und lässt sich den Kredit versichern. Das heißt, er zahlt der Bank einen bestimmten Betrag und die Bank garantiert ihm im Gegenzug, dass er das Geld selbst dann bekommt, wenn das Unternehmen während der Laufzeit des Kredits pleite gehen sollte. Das alles sind klare Abmachungen, die niemandem schaden, sondern allen Beteiligten nützen und vor allem Herrn Müller ruhig schlafen lassen. Jetzt aber kommen die Banker von JP Morgan ins Spiel. Die von ihnen erfundene, und zwar im Jahre 1994 erfundene Kreditausfallversicherung kann nämlich nicht nur vom Kreditgeber, sondern von jeder beliebigen Person oder Institution, die nicht an der Kreditvergabe beteiligt war, abgeschlossen werden. Und das nicht nur bei einer Bank, sondern bei beliebig vielen Banken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Profis im Finanzgewerbe, die mehr Informationen besitzen als Herr Müller, sich umgehend auf die Suche nach Unternehmen machen, von denen sie annehmen, dass sie ihre Kredite möglicherweise nicht zurückzahlen können. Und das alleine hat schon gewaltige Folgen. Es bewirkt nämlich, dass sich der Schaden im Fall des tatsächlichen Zusammenbruchs des betroffenen Unternehmens vervielfacht, da die Ausfallversicherungen ja nicht nur an den Kreditgeber, sondern an all diejenigen, die Kreditausfallversicherungen abgeschlossen haben, ausgezahlt werden müssen. Es geht aber noch weiter. Statt auf die Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens zu warten und darauf zu hoffen, können Großinvestoren aufgrund ihrer Marktmacht sogar nachhelfen. Sie können den Untergang eines Unternehmens nämlich beschleunigen oder im Extremfall sogar selbst herbeiführen. Wer also über sehr viel Geld verfügt, kann folgendermaßen vorgehen. Er sucht sich ein Unternehmen, das nicht auf festen Beinen steht, schließt massenweise Kreditausfallversicherungen darauf ab, kauft es anschließend auf, weidet es aus und treibt es in den Ruin. Die Folge?
Das Unternehmen ist bankrott, Arbeitsplätze gehen unwiederbringlich verloren, aber der Verursacher der Krise hat ein Vermögen verdient. Genau das ist 1998 im Fall des amerikanischen Hedgefonds Long Term Capital Management passiert. Als er in Schwierigkeiten geriet, wurden so viele Kreditausfallversicherungen auf ihn abgeschlossen, dass ihre Auszahlung internationale Großbanken in etwa 1 Billion US-Dollar gekostet hätte. Da die Banken diese Summe nicht hätten aufbringen können, wäre es 1998 beinahe zum Zusammenbruch des globalen Finanzsystems gekommen. Aber wie wir alle wissen, ist er ja verhindert worden, und zwar folgendermaßen. Die betroffenen Großbanken haben sich damals mit der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, zusammengetan und aus der Not heraus den Hedgefonds aufgekauft. Das hat sie zwar 4 Milliarden Dollar gekostet, aber dafür entfielen die Forderungen, weil die Banken das Geld ja nicht mehr von sich selbst forderten. 1998 ist das globale Finanzsystem also durch die koordinierte Aktion mehrerer Großbanken der Wall Street, aber auch europäischer Großbanken, die dabei einen Verlust von 4 Milliarden Dollar gemacht haben, am Leben erhalten. Was ist danach passiert? Hat man die Lehren aus dem Vorfall gezogen? Hat man Kreditausfallversicherungen abgeschafft oder verboten? Absolut nicht. Im Gegenteil, es wurden noch mehr davon verkauft, mit dem Ergebnis, dass sie 2007 und 2008 ganz erheblich zum nächsten beinahe Crash beitragen konnten. Nur bei diesem nächsten Crash ging es um noch viel höhere Summen, sodass diesmal die Banken überfordert waren. Nach dem Zusammenbruch und der Übernahme mehrerer Großbanken wie Lehman Brothers, Bear Stearns und Merrill Lynch, um nur die größten zu nennen, wurden Summen fällig, die die Finanzkraft auch der größten Banken überstiegen. Aus diesem Grund sind damals die Staaten eingestiegen und haben das System mit Steuergeldern gerettet. Sie haben also nicht etwa die Schuldigen an der Krise zur Kasse gebeten, sondern die Opfer, nämlich die arbeitende und steuerzahlende Bevölkerung. Aber selbst diese Rettung hat nicht ausgereicht. Die Rettung durch die Staaten hat nämlich solch riesige Löcher in die Staatshaushalte gerissen, dass unbedingt neues Geld beschafft werden musste. Und das wurde es tatsächlich. Und zwar, indem im übertragenen Sinne die Druckmaschinen der Zentralbanken angeworfen wurden und damit ein neues Zeitalter eingeläutet wurde. Wir haben es seit 2008 im globalen Finanzsystem mit einem institutionalisierten Ausnahmezustand zu tun, den sich vorher niemand hätte vorstellen können. Das gesamte System existiert heute nur noch aus einem einzigen Grund, weil es von den Zentralbanken am Leben erhalten wird. Und da die Zentralbanken im Grunde nur über zwei Mittel verfügen, haben sie diese beiden Mittel in den vergangenen Jahren exzessiv eingesetzt, nämlich Geld drucken und Zinsen senken. Die US-Zentralbank Federal Reserve hat ihre Bilanz von 2008 von unter 1 Billion Dollar bis auf 4,5 Billionen Dollar ausgeweitet. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat vom März 2015 bis zum Dezember 2018 2,5 Billionen Euro ins System gepumpt. Außerdem haben die Zentralbanken Staatsanleihen gekauft, um Pleitestaaten vor dem Zusammenbruch zu retten. Und noch mehr, sie haben Firmenanleihen, sie haben Aktien und sogar Verbriefungen gekauft. Verbriefungen waren hauptsächlich Mitschuld an der Krise von 2007, 2008. Und sie haben sich untereinander abgesprochen und gegenseitig unter die Arme gegriffen. Die Schweizer Nationalbank zum Beispiel
stabilisiert zurzeit den US-Aktienmarkt als einer der größten Halter von Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google-Aktien. Diese Art der Manipulation blieb aber nicht ohne Nebenwirkungen. Eine davon war der fortschreitende Wertverlust des US-Dollars, eine andere die Entstehung immer größerer Blasen an den Finanzmärkten. Um deren Platzen zu verhindern, haben die Zentralbanken, allen voran die Federal Reserve, vor einiger Zeit begonnen, ihre Geldpolitik zu straffen, also weniger Geld ins System zu pumpen, ihm teilweise sogar Geld zu entziehen und die Zinsen vorsichtig wieder anzuheben. Das aber gefiel den inzwischen nach billigem Geld lechzenden Investoren überhaupt nicht. Als die Fed trotz der Kritik der Finanzelite bei ihrer Kursumkehr blieb und sogar eine Verschärfung ihrer Gangart ankündigte, warfen die Investoren ihr im Dezember 2018, also vor 5 Monaten, den Fedehandschuh hin und zogen sich in Scharen aus den Märkten zurück, sodass es im Dezember 2018 zum größten Einbruch an den Aktienmärkten seit 70 Jahren kam. Die Fed verstand die Warnung und reagierte umgehend. Kaum hatten die Kurse zu Weihnachten historische Tiefstände erreicht, da verkündete sie, die Zinsen 2019 nicht wie angekündigt anzuheben und den Märkten schon bald kein weiteres Geld mehr entziehen zu wollen. Mittlerweile hat sie sogar ihre Bereitschaft angedeutet, demnächst wieder neues Geld ins System zu pumpen. Was haben die Investoren getan? Sie haben die 180-Grad-Wende der Fed quittiert, indem sie wieder in die Märkte eingestiegen sind und sie seit dem Dezember auf immer neue Höhen getrieben haben. Wir haben in den ersten 4 Monaten dieses Jahres den gewaltigsten 4-Monats-Anstieg aller Zeiten an den Aktienbörsen erlebt. Kurssprünge von 18-25%. Dieses Wechselspiel zwischen den beiden Kontrahenten zeigt, nicht die Fed oder ihre Führungsgremien, sondern einzig und allein die internationale Finanzelite entscheidet darüber, wie es an den Finanzmärkten weitergeht. Das Problem dabei aber ist, das kann mit Sicherheit nicht gut gehen. Und zwar aus folgendem Grund. Nachdem die Zentralbanken mittlerweile 10 Jahre lang künstlich die Märkte angetrieben haben, haben sich die Maßnahmen weitgehend abgenutzt und zeigen zum Teil immer geringere Wirkung. Deshalb werden die Zentralbanken im Rahmen der zurzeit einsetzenden Rezession keine andere Möglichkeit, als wesentlich extremer zu handeln als bisher. Also erheblich größere Geldmengen als in der Vergangenheit zu schaffen und die Zinssätze deutlich in den Negativbereich zu senken. Das aber wird das Herz des Systems, die Geldschöpfung, treffen. Denn mit Negativzinsen wird den Banken auf Dauer die Lebensgrundlage entzogen. Kein Bankensystem der Welt kann auf Dauer mit immer weiter in den Negativbereich absinkenden Zinsen leben, ohne sich selber zu zersetzen. Aus diesem Grunde befindet sich die Welt zurzeit in folgender Situation. Die Zentralbanken gleichen Ärzten, die einem von schwersten Entzugserscheinungen bedrohten Drogensüchtigen, auf dessen Verlangen hin noch mehr Drogen geben müssen. Mit dem vorhersehbaren Ergebnis, dass der Patient die Behandlung auf Dauer nicht überleben wird. Das heißt, wir steuern unaufhaltsam auf den Zusammenbruch dieses Systems zu. Wann er allerdings genau kommen wird, kann man aus einem einfachen Grund nicht sagen. Niemand weiß, wie sehr sich das bestehende System noch manipulieren lässt, bevor es final in sich zusammenbricht. Und deshalb stellt sich in unseren Tagen die Frage, was erwartet uns vor dem Crash?
Wir haben gesehen, es wird mit großer Sicherheit eine weitere Ausweitung der Geldmenge geben. Es wird einen weiteren Wertverlust der Währungen geben und ein weiteres Aufblähen der Finanzmärkte. Aber was wird die Finanzelite noch tun, um das System, das ihr nützt, am Leben zu erhalten? Eines ihrer wichtigsten Projekte zur Zeit ist die Bargeldabschaffung. Dazu auch eine Erklärung. Geld gibt es weltweit in zwei verschiedenen Formen. Also zum einen als Bargeld in der Form von Münzen und Banknoten, zum anderen als Buchgeld oder Giralgeld, heute fast ausschließlich in elektronischer Form. Beide Geldformen existieren weltweit gleichberechtigt nebeneinander. Das heißt, ob ich etwas bar kaufe oder bargeldlos zahle, also per Überweisung, mit der Kreditkarte oder mit dem Handy, der Betrag, den ich zahlen muss, ist immer der gleiche. Trotzdem besteht zwischen den beiden Vorgängen ein grundlegender Unterschied. An einer Barzahlung sind nur zwei Parteien beteiligt, der Käufer und der Verkäufer, sonst niemand. An der bargeldlosen Zahlung ist bei der bargeldlosen Zahlung ist das anders. Da ist außer dem Käufer und dem Verkäufer immer auch ein Dritter beteiligt, nämlich ein Finanzdienstleister, also eine Bank, ein Kreditkarteninstitut oder ein Bezahldienst. Dieser Dritte weiß nicht nur über alle Zahlungsvorgänge Bescheid, er kann diese Informationen auch an andere weitergeben, zum Beispiel an interessierte Unternehmen oder an staatliche Einrichtungen. Aus diesem Grund hat das bargeldlose Zahlen in den vergangenen Jahren ganz erheblich zugenommen. IT-Industrie, Finanzdienstleister und Datenhändler haben es zu einem lukrativen Geschäftsfeld entwickelt und auch der Staat unterstützt die Entwicklung, weil er seine Bürger anhand der Aufzeichnung ihrer Geldströme besser kontrollieren und überwachen kann. Vor einigen Jahren hat die Zurückdrängung des Bargeldes einen neuen, gewaltigen Schub bekommen. 2010 sind die G20, also die 20 wirtschaftsstärksten Länder der Welt, ein Bündnis eingegangen, das sich globale Partnerschaft zur finanziellen Inklusion nennt. Das Wort Inklusion bedeutet Einbeziehung. Es soll nahelegen, dass derjenige, der mit Bargeld bezahlt, ein finanziell Ausgeschlossener ist. Um diese vermeintlich Ausgeschlossenen ins System zu integrieren, wurde zur Umsetzung der G20-Ziele im Jahre 2012 die Better Than Cash Alliance, also zu Deutsch Besser als Bargeld-Allianz, gegründet. Dieser sehr mächtigen, aber fast niemandem bekannten Organisation gehören inzwischen zahlreiche Regierungen, Großbanken, Kreditkartenfirmen, multinationale Konzerne, finanzstarke Stiftungen wie die von Bill und Melinda Gates und sogar Hilfsorganisationen der katholischen Kirche an. Ihr erklärtes Ziel ist es, eine globale, bargeldlose Gesellschaft zu schaffen. Für uns alle bedeutet das, jeder einzelne Zahlungsvorgang, an dem wir beteiligt sind, wird registriert, wir können komplett durchleuchtet, kontrolliert und überwacht werden. Und das ist noch nicht alles. Betrachtet man nämlich die Situation, in der wir uns derzeit befinden, droht uns noch wesentlich Schlimmeres. Wegen der zunehmenden Negativzinsen bliebe uns nämlich nur eine Möglichkeit, unsere Bankkonten zu räumen und uns das Geld in bar auszahlen zu lassen. Aber genau dieser Ausweg wird uns durch die Abschaffung des Bargeldes abgeschnitten. Das heißt, wir hätten keine Chance mehr, uns gegen eine von den Zentralbanken angeordnete Teilenteignung durch Negativzinsen zu wehren. Und wer jetzt meint, das sei eine allzu düstere Zukunftsvision,
noch sei das Bargeld ja nicht aus der Welt, der sollte einen Blick werfen auf den Vorschlag, den die mächtigste Finanzorganisation der Welt, der Internationale Währungsfonds, im Herbst des letzten Jahres ins Gespräch gebracht hat. Der Plan des IWF sieht vor, die gesamte vorhandene Geldmenge in zwei Parallelwährungen einzuteilen. Bargeld einerseits, elektronisches Geld andererseits und auf das Bargeld Strafzinsen zu erheben. Das heißt, bei einem Kauf würde man bei Barzahlung mehr auf den Tisch legen müssen als bei bargeldloser Zahlung. Eine solche staatlich angeordnete Entwertung des Geldes, des Bargeldes, würde mit Sicherheit auf heftigen sozialen Widerstand stoßen. Aber sowohl der Staat als auch die Finanzelite haben in der Vergangenheit ja mehr als einmal gezeigt, wenn es um den Erhalt des bestehenden Finanzsystems geht, sind sie bereit, zu immer extremeren Mitteln zu greifen. Auf jeden Fall wäre eine solche Erhebung von Strafzinsen die wirkungsvollste Art, das Ende des Bargeldes herbeizuführen. Schnell, effizient und über alle Ländergrenzen hinweg. Okay, was erwartet uns noch? Auf jeden Fall erwartet uns ein Frontalangriff auf den Mittelstand, und zwar mittels der Plattformökonomie. Zur Plattformökonomie zählen all die Unternehmen, die das Internet als digitale Plattform nutzen, zum Teil für technische Innovationen, meist im IT-Bereich, hauptsächlich aber für Makler- oder Vermittlerdienste. Zur ersten Gruppe zählen Konzerne wie Microsoft oder Apple, zur zweiten solche wie Uber, Airbnb, Booking.com oder Amazon. Es gibt in der gesamten Geschichte der Wirtschaft keine Branche, die in so kurzer Zeit so stark expandiert, den Weltmarkt so schnell erobert und seinen Gründern solch riesige Gewinne eingebracht hat wie die Plattformökonomie. Zugleich gibt es aber auch keinen Zweig, der seine Ziele mit derart aggressiven Methoden durchsetzt, sich die schlimmsten Auswüchse des gegenwärtigen Finanzsystems so systematisch zunutze macht und der Gesamtwirtschaft langfristig solch nachhaltigen Schaden zufügt. Greifen wir einmal Amazon heraus. Das Unternehmen wurde 1994 vom Informatiker Jeff Bezos gegründet, der als einer der ersten die Möglichkeiten erkannte, die das Internet als Handelsplattform bietet. Amazon begann damals als Online-Buchhandel, explodierte innerhalb ganz kurzer Zeit und ist heute global führender Online-Versandhändler. Amazon hat nicht nur Jeff Bezos zum reichsten Menschen der Welt gemacht, Amazon hat auch eine neue Geschäftskultur etabliert, die rasant um sich gegriffen hat und die Plattformökonomie heute weitgehend prägt. Der überwältigende Erfolg hat nämlich eine Vielzahl von Großinvestoren angelockt, die über riesige Geldsummen verfügen und nur in Extremen denken. Zum einen, was die Gewinne angeht, und zum anderen aber auch, was die Methoden angeht, mit denen diese Gewinne erwirtschaftet werden sollen. Da das Internet weltweit operiert, breiten sich Unternehmen der Plattformökonomie schnell über nationale Grenzen hinaus aus. Ihr Markt ist nicht, wie bei klassischen Unternehmen, zunächst lokal, dann regional, später national und erst am Ende international, sondern umfasst von Anbeginn an die ganze Welt. Weil dieses Ziel, also die Eroberung des globalen Marktes, die höchsten Gewinne verspricht, werden die Plattformunternehmen von ihren Großinvestoren oft zu einem gnadenlosen Kampf um die Marktführerschaft gedrängt.
Sie nehmen dabei oft jahrelang hohe Milliardenverluste in Kauf, nur um ihre Konkurrenten entweder in den Bankrott zu treiben oder sie zu übernehmen oder sie von sich abhängig zu machen, ihnen also die eigenen Bedingungen aufzuzwingen. Ihre Opfer sind dabei nicht nur andere Plattformkonzerne, sondern auch mittelständische Betriebe, zum Beispiel im Handwerk, in der Gastronomie, der Hotellerie oder im Beförderungsgewerbe. Sie alle werden durch Preisdumping dazu gezwungen, sich den Plattformunternehmen anzuschließen und sich ihrem Diktat zu unterwerfen. Tun Sie das nicht, drohen Ihnen schwere Einbußen und am Ende auch häufig der Bankrott. Ich selber habe gerade zwei Erfahrungen gemacht. Also zum einen bin ich heute mit einem Bus der Flixbus-Gruppe gefahren und ich habe mich mal informiert darüber, wie Flixbus gearbeitet hat. Flixbus ist erst vor 6 Jahren gegründet worden, beherrscht aber heute den deutschen Markt inzwischen zu 80%. Flixbus gehört kein einziger Bus. Die vermitteln nur Fahrer und Fahrerdienste. Aber es ist heute als Busunternehmen in Deutschland fast nicht mehr möglich, weiter zu existieren, ohne sich Flixbus anzuschließen. Ein anderes Beispiel. Ich habe heute mir ein kleines Hotel hier in der Nähe des Bahnhofs besorgt. Und als ich dieses Hotel gesucht habe im Internet, bin ich als erstes auf Booking.com gestoßen, habe mich nochmal über Booking.com informiert und dabei festgestellt, wenn man heute ein Hotel sucht, selbst ein Hotel, was nicht bei Booking.com mit denen einen Vertrag abgeschlossen hat, dann ist es kaum möglich, dieses Hotel zu finden, weil es als erstes auf jeden Fall unter Booking.com erscheint, als zweites meistens unter Expedia, als drittes dann unter Trivago. Wobei man im Hintergrund wissen muss, dass Booking.com an Google 2,5 Milliarden pro Jahr bezahlt, damit die eigenen Einträge immer als erste erscheinen. Das heißt, und außerdem gehört Booking.com Trivago und Booking.com besitzt auch Expedia. Es wird den Leuten also vorgegaukelt, dass es sich hier um drei verschiedene Unternehmen handelt. Es ist in Wirklichkeit nur ein Unternehmen, was riesige Milliardensummen an Google zahlt, nur damit seine Einträge im Internet ganz vorne sind. Was bedeutet das zum Beispiel für einen Hotelier irgendwo im Schwarzwald oder hier im Allgäu? Das bedeutet, dessen Hotel wird als erstes wahrscheinlich bei Booking.com erscheinen und Booking.com wird an diesen Hotelier dann den Auftrag vermitteln, aber zu Booking.com-Bedingungen. Das heißt, er muss einen Teil des Betrages an Booking.com abliefern. Außerdem muss er die Stornierungsbedingungen von Booking.com akzeptieren. Und die sehen meistens so aus, dass man bis zu einem Tag vorher noch stornieren kann, bei Hotels manchmal sogar bis um 6 Uhr abends. Das sind Bedingungen, die kein mittelständischer Hotelier oder Gastronom mehr überleben kann. Ein anderes Beispiel ist Lieferando. Die tun das, was Booking.com in der Hotellerie tut, tun die bei den Restaurants. Also es ist heute in Großstädten schwer, irgendwo im Internet irgendeine Pizzeria oder so zu finden, ohne zuerst über Lieferando auf diese Adresse gelenkt zu werden. Das bedeutet wiederum, wenn man seine Pizza dann auch bei dieser Pizzeria, die man kennt, bestellt, gehen 20% an Lieferando und Lieferando wird diese Pizzeria zu den eigenen Kunden nehmen und denen die eigenen Bedingungen aufzwingen. Opfer dabei sind aber nicht nur die kleinen Unternehmer, die mittleren Unternehmer, die jetzt in die Fänge dieser Unternehmen geraten. Opfer sind auch diejenigen, die ihre Arbeitskraft in den Dienst von Plattformunternehmen stellen, zum Beispiel Fahrer, die für Uber arbeiten. Da es sich bei diesen Unternehmen ja offiziell nur um Vermittler und nicht um Arbeitgeber handelt, sind sie nicht dazu verpflichtet, für Arbeits- oder Versicherungsschutz zu sorgen. Die Folge: in den meisten Fällen eine Scheinselbstständigkeit ohne jegliche soziale Absicherung und das meist bei sehr niedrigem Einkommen. Opfer ist aber auch die gesamte Gesellschaft, denn die Plattformunternehmen erzielen zwar oft sehr hohe Umsätze, zahlen aber in der Regel kaum Steuern, da sie ja international operieren und ihre Firmensitze fast immer in Offshore-Steuerparadiese verlegen. Dass seit der Weltfinanzkrise von 2007, 2008 Unmengen von Geld
von den Zentralbanken ins System gepumpt und zu immer niedrigeren Zinsen an Großinvestoren vergeben worden, hat der Plattformökonomie zusätzlich Rückenwind verliehen. Da die globale Wirtschaft nur schleppend wieder in Gang gekommen ist und im produzierenden Gewerbe keine großen Gewinne zu erzielen waren, ist ein erheblicher Teil des neuen Geldes zur Spekulation in sogenannte Start-up-Unternehmen geflossen. In diesen Start-up-Unternehmen traf es oft auf kreative junge Informatiker, denen es dazu verhalf, ihre Ideen zu verwirklichen, die aber, sobald sich der Erfolg einstellte, entweder ausgekauft, abgefunden oder nur noch als Teilhaber weiterbeschäftigt wurden, um knallharten Marktprofis Platz zu machen. Viele dieser Gründer dürften wohl kaum geahnt haben, welche Folgen ihre von ihnen selbst sicherlich als fortschrittlich empfundenen Ideen einmal haben würden. Dass sie nämlich dazu beitragen würden, Teilen des Mittelstands den Boden unter den Füßen zu entziehen, Massen von Niedriglöhnern zu produzieren, soziale Errungenschaften der Vergangenheit zu zerstören und die schlimmste Entwicklung unserer Zeit, die Explosion der sozialen Ungleichheit, rasant voranzutreiben. So viel zu den jetzt erkennbaren Trends, also den Entwicklungen, die uns schon in naher Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten. Alles leider keine erfreulichen, sondern im Gegenteil zum Teil bedrückende und zum Teil auch sehr gefährliche Entwicklungen. Aber eine Grundlage, auf der ich die letzte Frage des Abends stellen möchte, und zwar: Was können wir gegen diese Entwicklung tun? Wie können wir uns vom Diktat der Finanzelite befreien? Und so schwierig die Lage ist, in der wir uns alle befinden, es gibt in meinen Augen im Moment keinen Grund zur Verzweiflung oder zur Resignation. Wenn man sich nämlich fragt, warum die Welt in die gegenwärtige Situation geraten konnte, wieso das System solch zerstörerische Ausmaße annehmen konnte, dann gibt es darauf ja nur eine Antwort: Weil die große Mehrheit der Menschen das Geldsystem nicht durchschaut hat und ihm deswegen jahrzehntelang hilflos ausgeliefert war. Und genau da haben wir zurzeit Möglichkeiten, wie sie uns vor uns noch niemand gehabt hat. Und zwar aus folgenden drei Gründen. Erstens verfügen wir heute über historisch einmalige Kommunikationswege. Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist es so einfach gewesen, Informationen rund um den Globus zu verbreiten wie heute. Zweitens leben wir in einer historischen Epoche, in der jeder von uns tagtäglich mit den immer schlimmeren Manipulationen der winzigen, weltbestimmenden Minderheit konfrontiert wird und von deren Auswirkungen betroffen wird. Und drittens, und das ist vermutlich der wichtigste Punkt, erleben wir zurzeit ein massenhaftes Erwachen der Jugend, das sich unter anderem in den Fridays for Future Demonstrationen, aber auch in den vergangenen Tagen in dem ungeheuren Anklang widerspiegelt, den das Video des YouTubers Rezo Music vor der Europawahl gefunden hat. Beides sind in meinen Augen nur die Vorboten einer Bewegung, die alles das, was wir zum Beispiel in den Studentenunruhen und den politischen Erschütterungen der 60er und 70er Jahre gesehen haben, in den Schatten stellen wird, und zwar aus folgendem Grund: Wir haben eine fast 30-jährige Phase der kompletten Entpolitisierung hinter uns, die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er Jahre zusammenhängt. Als die Sowjetunion und der gesamte Osten damals zusammenbrachen, ist die Welt ja fast in einen euphorischen Zustand versetzt worden. Damals wurde das Buch des US-Politologen und Soziologen Fukuyama mit dem Titel »Das Ende der Geschichte« zum Weltbestseller. Seine Thesen lautete: Mit dem Ende der Planwirtschaft hätten die Marktwirtschaft und der Liberalismus endgültig gesiegt. Die Welt sei in eine neue Phase der Entwicklung
und der Harmonie eingetreten, in der es für kriegerische Auseinandersetzungen keine Grundlage mehr gebe. Dieses Märchen ist in den vergangenen 30 Jahren jedenfalls grundlegend zerplatzt. Und wir erleben zurzeit, wie eine ganze Generation, die jahrzehntelang belogen und der jegliches politisches Wissen vorenthalten wurde, sich zu rühren beginnt, aufsteht und gegen die bestehenden und sich kontinuierlich verschlechternden Lebensverhältnisse zu protestieren beginnt. Und dabei vor allem nach Erklärungen und nach Antworten sucht. Und genau das können wir in der vor uns liegenden Periode nutzen und gemeinsam daran arbeiten, das größte Problem, das heute auf der Welt besteht, zu beseitigen, nämlich die global verbreitete Ahnungslosigkeit über das globale Finanzsystem. Dabei ist es nicht nur wichtig, Analysen zu liefern, sondern auch einen Weg nach vorn zu weisen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Das heißt, über Alternativen und neue Wege zu sprechen, die in Zukunft gegangen werden können. Zwei Dinge sind dabei erforderlich. Erstens, Forderungen, wie dieses bestehende System beendet werden kann, zu formulieren. Und zweitens, eine Vision dessen zu schaffen, was darauf folgen kann. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wichtig ist in meinen Augen zu allem und vorerst das gegenwärtige Finanzcasino trockenzulegen. Dazu gehört in meinen Augen ein grundlegendes Verbot von Derivaten und eine Zerschlagung des völlig aus dem Ruder gelaufenen Finanzsektors. Dazu gehört aber auch ein Verbot der Spekulation, insbesondere mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Waffen. Dazu gehört aber auch eine Änderung der Steuergesetze. Es muss Schluss damit sein, dass der Mittelstand unendlich viel stärker belastet wird als die Großindustrie. Und es muss Schluss damit sein, dass Vermögen geringer besteuert werden als Einkommen. Es muss Schluss damit sein, mit Gesetzen, die Erben riesiger Vermögen begünstigen, während sie die Erben kleiner Vermögen hart zur Kasse bitten. Und es muss vor allem Schluss sein mit den zahlreichen Steueroasen, in denen sich unvorstellbare Summen verstecken, die weltweit dringend für soziale Zwecke benötigt werden. Vor allem aber müssen wir ein Geldsystem schaffen, das das Problem der Nutzung der Geldschöpfung zugunsten der Mehrheit in den Griff bekommt. Wie das im Einzelnen geschieht, darüber müssen wir eine breite Diskussion entfachen, denn es gibt da nicht die eine perfekte Lösung. Und das Schlimmste, was uns allen passieren kann, ist folgendes Szenario. Dass man jetzt einen Plan vorlegt, der auf Biegen und Brechen und notfalls mit Gewalt durchzuziehen ist und der nur dazu führen kann, dass wir etwas erleben, was wir in der Geschichte schon einmal erlebt haben. Dass nämlich die Diktatur der Finanzelite durch die Diktatur einer neuen bürokratischen Minderheit ersetzt wird, unter der das Leben keinen Deut besser wird als zuvor. Die Gruppe, die mich heute eingeladen hat, hat selbst mehrere Papiere mit Vorschlägen für einen alternativen Umgang mit dem Zinssystem, mit der Besteuerung, mit Regionalwährungen und so weiter vorgelegt, die ich alle für gute Diskussionsgrundlagen halte und die ich jedem zur Lektüre empfehle. Allerdings muss ich abschließend an dieser Stelle vor einem warnen. Niemand sollte glauben, dass die herrschende Elite, die immerhin zwei Weltkriege zu verantworten hat, ihre Macht freiwillig aufgibt. Sie bereitet sich selbst mit Hilfe der Politik auf ihre ganz eigene Weise auf die vor uns liegende Periode vor, indem sie ihren wirtschaftlichen und finanzpolitischen Kurs verschärft und vor allem, indem sie aufrüstet, nach innen wie nach außen. Aber trotzdem, alle Waffen der Welt werden ihr nicht helfen, wenn die Mehrheit der Menschen das gegenwärtige System durchschaut und sich bewusst von ihm und seinen schlimmsten Auswüchsen abwendet. Waffen sind stark, aber die Wahrheit ist stärker. Wir stehen zurzeit an einer historischen Schwelle. Wir alle sehen, wie die gesellschaftlichen und politischen Strukturen,
die wir seit Jahren und seit Jahrzehnten gewohnt waren, um uns herum sich zersetzen und zerfallen. Wir sehen aber auch, wie eine neue Generation beginnt, sich dagegen zu erheben. Wenn wir ihr dabei helfen, ihr Aufbegehren und ihren Protest durch Wissen und das Verständnis der sozialen, wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Zusammenhänge zu untermauern, dann verleihen wir ihr die Kraft, eine neue Welt zu schaffen, die menschenwürdiger und besser sein wird als die, in der wir bisher gelebt haben. Vielen Dank. Danke. Die sagt ja, dass ihre Aufgabe wäre, die Monopole zu brechen. Von welchem, wer sagt das? Verstappen. Also in der EU gibt es viele Leute, die viel von sich geben, aber wenig von dem einhalten, was sie versprechen. Also es gibt da so Leute, also man kann in der EU sein mit dem System und man kann offensichtlich auch gegen das System viel sagen, aber dann in wirklich den entscheidenden Abstimmungen offensichtlich immer den Schwanz einziehen. Oder man lebt da irgendwie so im Schlagschatten und sagt ab und zu mal irgendwie etwas Kritisches. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie jemand, der wirklich die Konzerne zerschlagen wird, wie der überhaupt jemals in die EU gehen kann oder jetzt zum Beispiel in das EU-Parlament gehen kann. Weil die Parlamentswahlen, die wir gestern gesehen haben, sind nichts anderes als Betrug am Volk. Weil die EU-Kommission wird ja gar nicht von diesem Parlament gewählt. Also die Regierung der EU wird von diesem Parlament nicht gewählt, sondern die wird bestimmt von Frau Merkel und von Herrn Macron. Das ist also reine Täuschung der Öffentlichkeit. Und ich muss sagen, also die Wahlbeteiligung gestern hat ja auch gezeigt, dass die Hälfte der Leute das inzwischen erkannt hat. Weil von 420 Millionen Wahlberechtigten sind nur 210 zur Wahl gegangen. Also die Hälfte der in Deutschland sind 60%, aber insgesamt sind es etwas weniger als die Hälfte, die zur Wahl gegangen sind. Ich habe eine Frage, es war inhaltlich, so wie ich das verstanden habe, scheint ja doch das Finanzsystem davon zu leben, dass es das Geld einfach beliebig vermehren kann. Also die Schlagentschöpfung ist ja so ein Mittel. Jetzt ist meine Frage, haben Sie eine Lösung, dass man jetzt, sagen wir mal, das Geldsystem begrenzt, dass es eben nicht beliebig vermehrbar ist, zum Beispiel wie Bitcoin, da gibt es ja 21 Millionen und dann Schluss. Wäre das eine mögliche Lösung oder sehen Sie irgendwo anders noch eine Lösung? Kryptowährungen werden inzwischen an Börsen gehandelt. Auf Kryptowährungen gibt es inzwischen Derivate. Die Banken selber arbeiten an Kryptowährungen. Es gibt Staaten, die inzwischen an Kryptowährungen arbeiten. Also Kryptowährungen sind sehr schnell, denen ist sehr schnell das widerfahren, was vielen Gegnern, angeblichen Gegnern des Systems widerfahren ist in der Vergangenheit. Die sind ins System integriert worden. Also Kryptowährung selber ist nicht die Lösung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, weil die Lösung ist kein technisches Problem. Sondern die Lösung der Frage der Geldschöpfung ist ein politisches und ein soziales Problem. Wie diese Frage gelöst wird, ob man zum Beispiel Banken weiter zulässt und ob man die Kreditschöpfung durch Banken zulässt, aber gleichzeitig besteuert, oder ob man nur den Zentralbanken die Möglichkeit gibt, neues Geld zu schöpfen. Wichtig ist die Frage, was passiert mit den Gewinnen? Also beide Möglichkeiten sehe ich als real an. Man kann ein Bankensystem beibehalten, wenn man den Banken sagt, ihr dürft nur noch euer klassisches Geschäft betreiben, ihr dürft Kredite vergeben, ihr dürft dabei auch Geld schöpfen, aber diese Geldschöpfung selber müsste dann besteuert werden und es hindert ja niemanden, die Banken, den Staat daran, die Banken dazu zu verdonnern, den Verdienst, den sie bei der Geldschöpfung machen, ins soziale System abzuführen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre eben nur, das ist die Vollgeldinitiative jetzt in der Schweiz gewesen, die das gefordert hat, dass nur noch die Zentralbank in die Lage versetzt wird, Geld zu schöpfen und dass da dann ein bestimmter Teil dieses geschöpften Geldes abgeschöpft wird, um ins soziale System eingespeist zu werden. Das ist auch eine Möglichkeit. Also da gibt es wiederum, ich glaube, es gibt im Moment keine klare Richtung, dass man sagen kann, das oder das muss gemacht werden, das muss eine ganz große, breite Diskussion ergeben. Das Wichtige ist dabei nur, dass man den Prozess der Geldschöpfung nicht aus den Augen verliert, weil das ist der innerste und wichtigste Prozess, wo am meisten Geld verdient wird, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Vor kurzem hat der Chef der Jungen Sozialisten von einer Möglichkeit der Verstaatlichung von Firmen, die die Gesellschaft schädigen, auf Basis der Artikel 14 des Grundgesetzes.
auf der Suche nach Alternativen. Und die haben die ganze Zeit natürlich gesagt, ja, also die Finanzwelt steht über die Politik. Ich glaube, da haben sie sich einfach eine westliche Sphäre befunden. Denn wenn sie einen Blick nach Asien, nein, nur nach China werfen, da ist doch so, da ist tatsächlich, also so sieht das aus, ich sage das als ich, da ist der Primat der Politik über die Finanzwelt und in 2007 und 2008, das ist der einzige Staat, der unbeschadet bestanden hat, nicht nur das, sondern mit Milliarden der deutschen Wirtschaft geholfen hat aus der Schlamasse. Ja, okay, ich fange mal mit dem ersten Punkt an, mit dem. Es ging dabei, glaube ich, um diesen Vorschlag von dem Kevin Kühnert von den Jusos. Natürlich ist das gut, sowas in die Diskussion zu werfen, nur das kommt aus der falschen Ecke. Das große Problem ist nämlich, dass genau die Partei, für die er steht, genau das Gegenteil getan hat in der Vergangenheit immer. Also man kann das kaum ernst nehmen, weil es ist ein so durchsichtiges Manöver von der SPD, sich so ein bisschen so einen linken Flügel jetzt zu schaffen, es ging darum, bei der Europawahl auf der linken Seite noch ein paar Stimmen abzugrasen. Und das ist der einzige Grund, warum Herr Kühnert mit diesem Vorschlag aufgestanden ist. Und es ist absolut ausgeschlossen, dass die SPD das jemals irgendwann durchsetzen wird. Zum Zweiten, China, muss ich sagen, China wird oft in den Diskussionen dann erwähnt und neuerdings leider auch so ein bisschen als Heilsbringer immer gesehen. Also ich muss sagen, dass in China die Politik nicht das Primat über die Wirtschaft hat. China hat das größte Schattenbankensystem der Erde. China hat die stärksten Börsen der Erde. In China reguliert der Staat all das, was die Schattenbanken und die Großbanken in China wollen. Und zwar in China, wenn die Aktienmärkte nicht das tun, was die chinesische Regierung gerade von ihnen fordert, dann werden Aktionäre dazu verdonnert, irgendwelche Aktien zu kaufen. China ist der schlimmste Überwachungsstaat der Erde im Moment. Da haben sie am weitesten fortgeschrittene Gesichtserkennung. Wenn sie in Shanghai einkaufen gehen, dann brauchen sie keine Papiere und keinen Ausweis mehr dabei, weil da wird ihr Gesicht einfach registriert, da wird automatisch alles von der Bank abgebucht. Und das Großprojekt Chinas zurzeit ist ja die große neue Seidenstraße. Das Großprojekt Chinas ist ja die neue Seidenstraße im Moment und die Methoden, mit denen China da vorgeht, die kann ich kein bisschen besser finden als die Methoden, mit denen die USA vorgehen. China ist im Moment einfach deswegen friedlicher, weil China auf eine weiche Art und Weise versucht, diese Länder zu erobern. Aber die versuchen es auf die gleiche Art und Weise mit ihrem Geld immer mehr Einfluss zu gewinnen. Die vergeben Kredite, die bringen die Leute in die Schuldenfalle und erobern sich dadurch mehr Macht in der ganzen Welt. Also die neue Seidenstraße ist für mich nicht die Zukunft der Welt. Und China ist für mich eher ein Albtraum als eine Zukunftsvision. Ich kann gleich anschließen, das ist ganz schön, nämlich an den Begriff der Demokratisierung im Gegensatz zur Verstaatlichung. Also ich finde ganz schön, also gerade für die Jugendlichen auch, dass man die gute Idee des Geldes vor allen Dingen auch entwickelt und ihnen sagt oder wir uns sagen, wir wollen ja nicht das Geld abschaffen, sondern wir wollen diese gute Idee des Geldes vor dem Kapitalismus und der Spekulation und all dem retten und zurückerobern. Und ich finde dafür die Frage entscheidend, wie demokratisiert man das Geldwesen? Wir brauchen eigentlich die Finanzmärkte nicht. Das nützt nicht. Es wäre für mich nicht genug, ein bisschen die Geldschöpfung zu kontrollieren und ein bisschen Mäßigung und ein bisschen Spekulation zu besteuern, sondern man kann grundsätzlich darüber nachdenken, wie man ein öffentlich-rechtliches Geldwesen schafft, wie man gerade den Kredit vielleicht vergesellschaftet. Das ist ein Arbeitsansatz der Akademie für Solidarisches Wirtschaften, oder wie das heißt, weißt du noch, der Harald Bender. Dass man gerade, so wie die jungen Leute jetzt auch darüber nachdenken, wofür brauchen wir denn dann die Energie? Welche Fragen müssen wieder eine gesellschaftliche Frage werden? So muss auch wieder darüber nachgedacht werden, wie wir das Geld nicht nur von der Spekulation befreien, sondern überhaupt die Menschheit davon befreien, dass man aus Geld mehr Geld machen kann und es zurückführt auf seine dienende, tolle und arbeitsteilige Funktion, die uns allen ein wunderbar fortschrittliches Leben möglich macht. Wenn es denn ein fortschrittliches Geldwesen, ein demokratisiertes oder öffentlich-rechtliches, wie auch immer, im Gegensatz zu einer primitiven Form der Verstaatlichung. Ja, man kann also. Ich kann dann jetzt nicht direkt mit Ja oder Nein oder so antworten, sondern ich finde, das ist genau die Diskussion, die im Moment geführt werden muss. Wie wird dieses System irgendwie auf eine vernünftige Grundlage gestellt? Und ich kann das voll nachvollziehen, dass man sagt, dass die Finanzmärkte eigentlich keine Existenzberechtigung haben, weil die Finanzmärkte, das sind Märkte, die keine Werte schaffen. Auf den Finanzmärkten wird einfach nur Geld hin und her geschachert. Das Geld wechselt dort den Besitzer
ohne neue Werte zu schaffen. In der Realwirtschaft werden neue Werte geschaffen. Der Unterschied zwischen Coca-Cola und den Finanzmärkten, so schrecklich Coca-Cola ist, ist, dass Coca-Cola immerhin eine Ware produziert. Da wird tatsächlich etwas geschaffen, was Leute dann, wenn sie das besonders gut finden, auch noch konsumieren. Aber da wird etwas, ein tatsächlicher Wert geschaffen, während auf den Finanzmärkten durch Derivate keine Werte geschaffen werden. Da wechselt einfach nur Geld den Besitzer. Und im Moment ist es so, dass da das Geld zu ganz wenigen in riesigen Mengen immer mehr hindrängt. Die ganzen disruptiven Unternehmen, Amazon, Google, Uber, wie sie alle heißen, diese Leute können eigentlich alle ins Gefängnis gehen. Mal davon abgesehen, das sind Piraten, das sind Heuschrecken. Ich meine, wir leben in der Demokratie, das stört die Gruppe aus einer Veranstaltung von hier vor Jahren. Also, das gehört verboten. Ja. Das sind alles Kriminelle. Ganz einfach. Also, Leute, die so unterwegs sind, das ist nicht unbedingt. Dann müssen unsere Politiker erstmal ins Gefängnis gehen. Die lassen Also darf ich ganz kurz was dazu sagen? Also an der Diskussion möchte ich mich wirklich nicht beteiligen, weil mein Ziel ist es jetzt nicht, irgendwelche Leute zu diffamieren, auch wenn sie noch so Schlimmes anrichten. Ich finde, das Wichtige ist, den Fokus auf junge Leute zu richten und junge Leute zu informieren. Weil wer dann irgendwo ins Gefängnis muss? Es gibt eine Menge Leute, die eigentlich vor ein Gericht gehören. Es gibt auch eine Menge Politiker, die eine Menge Blut an den Händen haben und die Kriege verschuldet haben und die eigentlich auch im Gefängnis sitzen müssten und nicht in ihren Luxuswillen irgendwo zu Hause sein müssten. Aber ich denke, die Frage stellt sich im Moment einfach nicht, weil es ist im Moment nicht die Situation, sondern jetzt im Moment ist das Wichtigste für mich, dass wir gerade sehen, dass junge Leute endlich nach so und so vielen Jahren anfangen aufzustehen und dass man diesen jungen Leuten hilft, ein Werkzeug mit an die Hand gibt, um die Welt zu verstehen und dann vorwärts zu preschen. Das, finde ich, ist das Wichtige im Moment. Können Sie noch etwas zu den Vermögensanteilen des amerikanischen Vermögens von Bezos, Soros und Gates sagen und vor allem von dem Einfluss, das die mit ihrem Vermögen ausüben? Als erste Frage, die zweite Frage, ganz banal, warum fahren Sie Flixbus? Das Problem war, dass ich keine andere Möglichkeit hatte, heute hierher zu kommen, weil die Bundesbahn leider die Schweizer Bahn, die haben die Strecke zwischen, ich komme gerade von einem Vortrag aus Zürich, da gab es keine andere Möglichkeit. Also die Bahn fuhr nicht mehr, es gab früher immer eine 4¼-Stunden-Fahrt, die ich immer ganz schön fand, die gibt es aber leider nur noch zweimal am Tag und zu Zeiten, wo ich das nicht schaffen konnte wegen meiner Verpflichtungen. Also sonst würde ich auch nicht freiwillig mit dem Flixbus fahren. Aber ich muss sagen, also man kann sich nicht allem entziehen. Ich habe ja hier auch ein iPhone liegen. Also man kann sich einfach nicht allem entziehen. Ich kann nicht als Eremit, dann würde ich niemanden erreichen. Es gibt auch viele Sachen, die mir an YouTube nicht gefallen. Aber trotzdem ist YouTube für mich im Moment die wichtigste Plattform, um junge Leute zu erreichen. Also das sind so Sachen. Dann nochmal zurück zu Bezos. Und das sind diese drei Leute, die ein ungeheures Vermögen haben. Also so viel, das sind Bezos, Warren Buffett und Bill Gates. Aber für mich spielen da auch die Namen nicht so die große Rolle. Die investieren ihr Geld, also das ist vielleicht für Insider ganz interessant zu sehen, wo die ihr Geld hinbewegen. Und im Moment ist es so, dass zum Beispiel Warren Buffett und Jeff Bezos ihr Geld ein bisschen aus den Aktienmärkten rausnehmen, weil die befürchten offensichtlich, dass an den Aktienmärkten demnächst es zu einem größeren Knall kommen könnte. Die bewegen sich im Moment hauptsächlich zu realen und festen Werten. Also der Großinvestor Warren Buffett, der hat ganz viele Aktienpakete verkauft und hat dafür eine große Eisenbahnlinie in den USA gekauft, weil er meint, dass nach einem Crash auf jeden Fall solche harten Eisenbahnlinien immer noch seinen Wohlstand garantieren werden. Das ist insofern interessant, als dass der Mann natürlich größeren Einblick in die Finanzmärkte hat als wir alle. Und deswegen ist es für mich aber nur ein Zeichen, dass die Finanzmärkte tatsächlich noch ein ganzes Stück maroder und fragiler sind, als man ohnehin schon glaubt. Aber das bleibt immer noch dabei. Wir haben keine andere Chance, als junge Leute zu informieren und Informationen weiterzugeben. Und das ist das Allerwichtigste im Moment, finde ich. Eine Nachfrage noch, sind das eigene Mittel, die die Herren verwalten, oder sind das Fremdmittel? Also bei Soros und bei den anderen würde ich mal nicht sagen, sind das... Also das ist ein Unterschied. Also bei Gates und Bezos, das ist eigenes Geld. Gates und Bezos haben, die haben ja keine Fonds. Das ist ja anders bei Herrn Soros. Also George Soros zum Beispiel betreibt einen eigenen Fonds. Der nimmt auch das Geld von anderen Leuten und investiert das. Aber soweit ich weiß, hat Jeff Bezos seine 150 Milliarden selber über Amazon eingenommen und der wird einen großen Teil dieses Geldes wahrscheinlich irgendwelchen Hedgefonds geben, damit die das für ihn investieren, das Geld. Aber Fondsmanager, so wie George Soros oder Larry Fink von BlackRock,
die sammeln das Geld von ultrareichen Leuten an und legen das dann gewinnbringend an. Und zwar so immer, meistens oft ganz kurzfristig, da wo es einfach nur ganz schnell am meisten Geld bringt. Das muss mit materieller Gewalt gestürzt werden. Und Syriza ist daran gescheitert, dass sie zu feige waren, zu sagen, wir nutzen unsere reale Gewalt, wir nutzen die Massen auf den Straßen, wir geben ihnen die Möglichkeit, genau die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, die diese Leute in den Ruin getrieben haben. Syriza hat die Leute daran gehindert, tatsächlich eine Revolution durchzuführen, sich die Mittel, von denen sie hätten leben können, anzueignen. Und das ist das Problem und nicht ein Machtungleichgewicht zwischen Finanzwirtschaft und dem Staat. Und zum Zweiten die Frage, wodurch kontrolliert diese Elite unser Westen, unter anderem Derivate, Hedgefonds, das große Casino? Naja, erstmal durch meinen Chef. Also Tatsache ist, ich werde 8 Stunden am Tag von genau dieser herrschenden Klasse durch meinen Chef kontrolliert, nicht durch Hedgefonds, nicht durch Finanzderivate, nicht durch Spielereien am Finanzmarkt, die interessieren mich überhaupt nicht. Offensichtlich ging es ja um die Frage der Gewalt. Es ging um die Frage einer gewaltsamen Revolution. Ja, also Sie meinen, dass dieses System nur mit Gewalt zu stürzen ist? Sie auch. Sie sagten zum Ende Ihres Vortrags, dass die herrschende Klasse mit all ihrer Macht, inklusive den Waffen der inneren und äußeren Aufrüstung, die schon 2 Weltkriege verursacht hat, sich an diese Macht klammern wird. Auf jeden Fall, das ist richtig, das ist richtig. Aber ich habe nicht gesagt, dass man sich mit Gewalt dagegen wenden sollte. Das habe ich nicht gesagt und ich finde das auch falsch. Und ich finde, wenn die Geschichte einen des letzten Jahrhunderts einen eines lehrt, dann ist das genau der falsche Weg ist. Und da gibt es ein ganz großes Beispiel, das ist die Russische Revolution. Wohin hat die geführt? Also ich meine, die Russische Revolution, das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man ein System durch ein anderes System ersetzt, was genauso schlimm ist für die Leute, wie das, was vorher da gewesen ist. Und die Gewalt bedeutet ja immer, dass die Leute eigentlich noch nicht bereit sind. Wenn sie Gewalt anwenden wollen, dann weil sie nur eine Minderheit hinter sich haben. Wenn sie die Mehrheit hinter sich haben, dann brauchen sie keine Gewalt. Sehen Sie in der Geschichte zum Beispiel das Beispiel des Falls der DDR an. Die DDR ist von innen verfault und zerfallen und es hat keinen einzigen Schuss gegeben und die DDR war beendet. Und es gibt Systeme, die sind von innen her so faul und so kurz vor dem Zerfall. Und das ist der Fall mit diesem Weltfinanzsystem im Moment. Das ist so parasitär, so verfault, das wird von innen her zerbrechen. Das Wichtige ist nur, der großen Mehrheit der Menschen das klarzumachen. Und ich finde, es ist auf absolut das Falsche, dann zu sagen, jetzt muss mit Gewalt vorgegangen werden. Und das Zweite finde ich auch falsch, dass man sagt, man muss seinen eigenen Chef da entgegentreten. Das ist Quatsch. Dann ist man wirklich ein provinzieller, auf ganz kleine Verhältnisse gerichteter Kleingeist. Man muss die großen Zusammenhänge erkennen und die großen Zusammenhänge den Leuten auch klar machen. Okay, darf ich ganz kurz dazu was sagen? Unter anderem auch ganz dafür, also erstens, was die russische Revolution den Menschen gebracht hat, dazu empfehle ich einfach mal die Kindersterblichkeit, Alphabetisierungsrate, die Ausstattung mit Lebensmitteln der Menschen in Zeiten der Sowjetunion, nur das jetzt mal historisch zu betrachten, jenseits der Sphären, die Sowjetunion über alle Maße zu verherrlichen. Und zum Zweiten, nein, genau das ist das Entscheidende, meine eigene Lebensrealität zu verbessern, weil darum kümmert sich tatsächlich niemand. Und deswegen kämpft meine Generation, weil wir müssen das ausbaden. Unsere Lebensrealität ist so dermaßen scheiße, weil die letzten 30 Jahre dieser Kampf nicht geführt wurde. Und wir müssen ihn führen und wir müssen ihn konkret gegen unsere Chefs führen und nicht gegen abstrakte Menschen irgendeines Finanzsystems. Das mit der Kindersterblichkeit wird gerne angeführt. Dann sollten Sie sich vielleicht auch mal die Zahlen der Toten im Gulag angucken. Das wäre vielleicht auch ganz wichtig. Aber sicher ist es ja auch. Können Sie mir bitte sagen, was da so schlimm wäre, wenn das Finanzsystem jetzt einfach zusammenbricht? Dann würden sich doch einfach nur die Schuldverhältnisse neu ändern. Also real bleibt doch alles da, wie es ist. Deutschland hat ja eine Industrie, die sehr leistungsfähig ist. Die können doch am nächsten Tag gleich weitermachen. Also wenn das Finanzsystem zu so einer Krise kommt wie 2007, 2008, dann hat das soziale Auswirkungen. Also 2007, 2008, im Teil meiner Familie ist amerikanisch, sind in Amerika 12 Millionen Familien haben ihre Häuser verloren. Das ist die reale Konsequenz. Es haben weltweit zig Millionen Menschen ihren Job verloren.
Und es hat immer die am unteren Ende der Leiter mehr betroffen als die am oberen Ende. Also wenn sie genug Geld hatten oder so, dann hat sie die Krise nicht so sehr berührt, wie wenn sie wenig Geld hatten. Die Obdachlosigkeit ist gucken Sie sich die Verhältnisse in Griechenland an. Gucken Sie sich die Verhältnisse in Portugal an. Das sind die Ergebnisse von solchen Krisen. Und wenn die nächste Krise in größerem Maße zuschlägt, dann wird es noch schlimmer aussehen. Dann werden hier auch solche Verhältnisse existieren. Ich meine, ich wohne selber in Berlin und in Berlin sieht es auch anders aus als hier in München. Also in Berlin lebt inzwischen jeder Dritte von Hartz IV. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dann bin ich auf dem Weg mit mindestens 10, 12 Bettlern konfrontiert, die bei mir in der Unterführung schlafen teilweise. Also das sind Verhältnisse, die man... Okay, aber das sind Verhältnisse, die man sich früher nicht hätte vorstellen können. Und das sind so die konkreten sozialen Auswirkungen von der Krise. Also man muss immer aufpassen, wenn man von der Krise, von dem Crash, von dem Reset oder so spricht. Es sind immer Menschen, die dabei betroffen sind. Und es sind immer die im unteren Bereich, im unteren Drittel, die am meisten leiden. So wie es weltweit auch so ist, dass die in den ärmsten Staaten am meisten leiden. Also jetzt im Moment leiden ja Leute unendlich, in Venezuela zum Beispiel. Es leiden Menschen unendlich im Jemen, wo sie in dem Krieg ausgesetzt sind, wo die größte Cholera-Epidemie aller Zeiten existiert, die bei uns in den Medien so gut wie überhaupt keinen Widerhall findet. Also es gibt so viele Leute auf der Welt, die wirklich im Nahen Osten, da gucken Sie sich Syrien heute an, gucken Sie sich den Irak an, gucken Sie sich Libyen an, alles zerstörte Staaten. Also es gibt unendliches menschliches Leid, was dadurch erzeugt wird. Und darauf sollte man den Blick auch richten, ja, auch hier bei uns, ja. Ich habe noch eine Nachfrage, und zwar, also ich bin Grieche und ich schaue, was jetzt meine Landsleute machen. Da passiert ja nichts. Ich meine, die leben ja von der Hand in den Mund. Ja. Das ist ja praktisch mehr oder weniger auch ein Hartz-IV-Empfänger. Ja. Ja. Und meine Frage ist, die wird doch eigentlich viel besser dran, dass das mal rausgeht. Also das ist gar nicht möglich, wegen der großen Staatsverschuldung und wegen der Verschuldung in Euro. Das würde die EU niemals zulassen, das hat sie ja damals auch nicht zugelassen, weil das würde die gesamte EU sprengen, weil dann würden andere Länder auch diese Anträge, und dann würden sie sich ihren Schulden praktisch entziehen. Die sind ja wie in einem Spinnennetz gefallen, in diesem Schuldennetz, die Griechen. Das ist ja das große Problem. Und da werden sie nicht draus entlassen werden. Und um die katastrophale Lage Griechenlands mal zu illustrieren, Griechenland hat eine riesige Staatsverschuldung und ist ganz hoch verschuldet bei der Troika, weil die immer diese angeblichen Hilfsgeldzahlungen dahin geleistet haben. Griechenland zahlt bis heute dieses Geld nicht zurück, es zahlt noch nicht mal Zinsen darauf. Die Zinszahlungen Griechenlands für diese ganzen Hilfsgelder der Vergangenheit beginnen erst im Jahre 2023. Und die Abzahlung, die Tilgung, die beginnt vermutlich erst im Jahre 2056. Das heißt, hier sind Schulden Menschen aufgebürdet worden, die noch nicht mal geboren sind. Das ist die ganze Perversität dieses Systems. Das heißt, das Ganze ist ein Raubzug. Es ist es, absolut, absolut. Ja. Nee, noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Also ich denke, egal über welche Probleme wir reden, ist eigentlich ganz wichtig, dass wir nicht irgendwelchen Feindbildern hier unterliegen. Ja, ob Russe gegen Westen oder Alt gegen Jung oder eben Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer. Das ist nämlich genau das, dass diese Herrschaften, die diesen Schlamassel anrichten, nämlich wollen, ich komme diesen Spruch, teile und dann herrsche. Ja, genau das wollen die. Und ich glaube, Gewalt und dass wir uns hier gegenseitig letztendlich Probleme machen, wird die Probleme erst recht nicht lösen. Die Analysen zum Finanzsystem sind sehr interessant, aber ich verstehe nicht, wie du die Trennung machst zwischen Finanzkapital oder Finanzindustrie und Wirtschaft, wie auch immer man das definiert. Ich habe ja versucht, gerade zu erklären, wie sich aus der Wirtschaft heraus dieser Finanzsektor entwickelt hat, wie der alles übernommen hat, alles überlagert im Moment und wie die Realwirtschaft und dem untergeordnet wurde. Aber das ist ja nicht erst gestern passiert. Ich habe ja in meinen Büchern auch dargelegt, wie die beiden Weltkriege entstanden sind, weil die Finanzwirtschaft so stark geworden ist. Aber man muss doch die... Die Wirtschaft hat nichts mit den Weltkriegen zu tun, sondern nur die Finanzwirtschaft. Nein, das ist über die Finanzwirtschaft gesteuert, weil es geht ja um die Mechanismen. Man muss ja das alles durchschauen und verstehen. Also es reicht ja nicht. Also man kann ja nicht dem einzelnen kleinen Handwerker, das ist nämlich das, was ich immer so gefährlich finde, dem einzelnen kleinen Handwerker, der 6 Angestellte hat, den genauso betrachten wie den Hedgefondsmanager, der irgendwo, was weiß ich, in ein Unternehmen investiert, wo 60.000 Leute arbeiten. Das ist ein Riesenunterschied. Man kann da nicht einfach sagen, das ist die gleiche. Der eine beutet aus, der andere beutet aus. Ich finde, das ist genau das Falsche. Das ist genau der falsche Weg. Ja,
Der hat wirklich dazu geführt, ich kann mir vorstellen, wie ihr auf welcher Schiene ihr seid. Ihr seid, weißt du, so russische Revolution wird verherrlicht. Das war alles gut, was damals entstanden ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das ist einfach ein zu einfaches Denken. Ja. Also mir ging es nicht um kleine Handwerker, sondern um sowas wie BMW. Die haben schon im Zweiten Weltkrieg... Das habe ich in meinen Büchern auch beschrieben, ja. Genau, aber was ist jetzt, warum hast du jetzt eine Trennlinie auch zwischen weil es heute, Industrie und... Weil heute die Finanzindustrie das alles übernommen hat, weil das ist egal heute, was BMW macht. Es ist nur noch wichtig, was BlackRock im Hintergrund denkt und will, das ist entscheidend. Und nicht mehr, was die Familie Quandt denkt, weil selbst die Familie Quandt wird von dieser ganzen Entwicklung inzwischen überrollt. Dadurch werde ich die doch nicht entschuldigen. Ich werde doch deswegen nicht sagen, dass diese Leute da weniger schuld, meinetwegen an den Zwangsarbeitern, die sie im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich da verpflichtet haben, die entschuldige ich doch nicht deswegen. Ich versuche nur zu erklären, dass sich die Wirtschaft verändert hat und dass wir heute unter einer ganz anderen Wirtschaft liegen und deswegen ganz andere Stellhebel sind, an denen man angreifen muss und den Leuten das erklären muss. Ja, vielen Dank. Okay. Ich gehöre auch zu denen, die inzwischen bei Human Connection sind. Ich möchte Human Connection deswegen unterstützen, weil ich auch gerne Netzwerke unterstütze, die nicht kommerziell arbeiten und die für die Verbreitung von alternativen Wissen sorgen. Und deswegen würde ich allen anderen auch empfehlen, auch zu Human Connection zu gehen.